So, kriegen wir davon aus dem Bachelor-Button? Ist das eine zwei hohe Blume? Zufällig? Nee, schade. Kriegen wir daraus blauen Farbstoff raus? Blue Dye, ja. Gut. Wir können nämlich jetzt alles an Farbstoffen gebrauchen. Wobei die Farbstoffe nicht das größte Problem sind. Die Farbstoffe sind tatsächlich nicht das größte Problem. So. Das packen wir jetzt alles mal in die Deko-Bench rein. Alles. Einfach alles. Funktioniert das überhaupt? Kriegen wir? Ja, wir kriegen auf jeden Fall ein bisschen was rein. Zack. Lapislazuli. Zack. Ah ja, okay. Jetzt das Blau steigt auf jeden Fall schon mal. So, und jetzt können wir hier Sachen herstellen damit. Allerdings, wir brauchen halt dafür Farbe und wir brauchen Lehm. So, und den Lehm können wir uns auch herstellen. Das haben wir eben gesehen. Da können wir auch diesen Crafting-Lehm nehmen. Damit kannst du DecoCraft so ein bisschen austricksen. Da ist übrigens unser Eisenexcavator. Da. Den will ich auch nicht mitnehmen, nicht unbedingt. So. Was wir jetzt noch machen, ist Folgendes. Ich möchte mir ein kleines Schwertchen machen. So, und zwar aus Diamant. Aus Diarö möchte ich mir mein Schwert machen. Und möchte das auch direkt verzaubern. Und dann geht's los. Dann geht's los, liebe Freunde. Machen wir einfach mal hier auf 3. Haltbarkeit. Jetzt. Na gut. Na gut. Wir haben noch keinen Level 30 Enchanter. Das macht nichts. Das macht nichts. Wir nehmen noch ein bisschen Kohle mit. Wobei, brauchen wir eigentlich nicht. So, was wir nämlich jetzt machen, ist Folgendes. Ich suche mir jetzt einen schönen Ort. Haben wir vielleicht schon mal eine Wiese gefunden zwischenzeitlich? Ich bräuchte halt eigentlich einen Rosenstrauch. Ein Rosenstrauch wäre richtig nice. Dann brauche ich recht viel Knochenmehl. Aber wenn ich schon mal hier bin, komm, ich kann ja die roten Blumen einfach mitnehmen. Wir wollen uns jetzt in dieser Aufnahme, bevor wir das Dach auf unserer... Moment, natürlich, Moment. Bevor ich das Dach auf meine, auf mein Haus setze, will ich schon mal so das unterste Stockwerk möbelieren. Und weil ich ja komm, ich komme bald drauf, was ich sagen will. Weil ich ja einen Orientierungssinn wie eine Bockwurst habe, machen wir hier einfach mal Home. Set Home. Okay, Back, Exit Menu. Apropos Set Home, das ist auch was, was man machen könnte, theoretisch. Aber was ich jetzt erstmal mache, ist auf einfach stellen. So, dann müssen wir natürlich aber auch Essen mitnehmen. Essen-Popessen. Essen-Popessen müssen wir mitnehmen, Popit nehmen. Ja gut, das könnte dann noch ein bisschen dauern. Wir können daraus Mehl machen, ne? Weizenmehl. Und das Mehl können wir brennen und wenn wir das brennen, kriegen wir jeweils ein Brot raus. Das ist doch schon mal was. Das ist doch schon mal was. Und dann sollten wir wieder Weizen anpflanzen. Das auf jeden Fall. So, packen wir das Weizenmehl hier rein. Hier war irgendwo noch Kohle drin. Ich will die Blume ja nicht pflanzen. Ich will die ja mitnehmen. Hätten wir irgendwo noch... Redstone haben wir genug. Gut, das ist schon mal wichtig. Da haben wir Kohle. Da haben wir noch einen Smaragd. Der ist auch noch wichtig. So, und die Kohle rein. Und dann lassen wir das erstmal brennen. Ja, weil wenn ich euch jetzt mal... Was, ich würde euch ja gern was zeigen, aber... Knochen. Gut, ich suche mal kurz ein bisschen Knochenzeugs. Wisst ihr, wo wir uns das herholen? Ich hoffe, dass der Mod installiert ist. Ich hoffe inständig, dass der installiert ist.
Ich zeige euch jetzt, wo wir uns Knochenmehl holen. Aber erstmal, ich will euch jetzt das hier erstmal zeigen. Wenn ich nämlich jetzt mit einem, ich habe es noch nicht gewusst bis vor kurzem, muss ich dazu sagen. Viele wissen das vielleicht, ich habe es halt noch nicht gewusst. Wenn wir an eine zwei hohe Blume gehen und Knochenmehl draufhauen, kriegen wir diese Blume raus. Was ganz nett ist. Was bedeutet, wir brauchen ewig viel Knochenmehl auf jeden Fall. Ich würde es feiern, wenn wir Knochenmehl hätten. So, haben wir nochmal viermal roten Farbstoff. Den packen wir direkt in die Deko-Bench. Zack. Zack. Dann haben wir 80 rot, 72 grün und 1248 blau. Also blau ist immer recht viel und recht schnell drin, wenn du Lapis reinhaust. So, und jetzt brauchen wir noch... Oh, die Rüstung müssen wir wieder anziehen jetzt. Die Rüstung müssen wir wieder anziehen. Wir gehen nämlich jetzt gleich kurz in den Nether. Ihr habt richtig gehört, in den Nether. Den Netherino. Und dann suche ich einen Rosen... Also im Nether suche ich keinen Rosenstrauch natürlich. Wäre blöd. Wer sucht im Nether einen Rosenstrauch? Hab ich vielleicht sonst noch was zu essen? Diese Vorbereitungen, ne? Die sind immer schlimm. Diese Vorbereitungen sind immer schlimm. Hab ich sonst noch was zu essen? Ah, Schleimbälle können wir essen. Ja, da haben wir noch Brote. Da haben wir sogar noch Weizenmehl. Und da haben wir noch 64 Brote. Okay. Gut, dann packe ich das Weizenmehl jetzt einfach mal mit hier rein. Zack, und dann lassen wir die Brote mal backen und gehen mal in den Nether hinein. In den Nether-Popeta. Ich muss aufhören hier mit alles Keller-Popeller. Nether-Popeta. Eisen-Popeisen. Oh, hallo Pferde-Popeta. So, hier mache ich den Shader allerdings aus, weil das im Nether einfach nur wehtut in den Augen. Und wir haben hier ja... Aua. 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 Warum funktioniert mein Shortcut nicht? Wartet mal, Leute. Ich muss mal kurz... ach, siehst du, das hätte ich auch so machen können. Aha, irgendwas ist auf F. Irgendwas ist auf F. Change Wand Focus. Patz, weg damit. So, was ist sonst noch? Bobles Inventory brauchen wir ja nicht. So, okay. Dann recken wir mal hoch. Wir recken langsam hoch, okay. So. Und jetzt passen wir auf, dass keine komischen Fledermäuse kommen. Und wisst ihr was? Ich glaube, ich gehe jetzt in die Festung rein. Was wir auch machen können natürlich, direkt ist Quarz mitnehmen. Lohnt sich jetzt allerdings... Nee, es lohnt sich noch gar nicht, Quarz mitzunehmen. Ich nehme es jetzt zwar mit, aber noch lohnt sich es eigentlich nicht. So, da haben wir einen Grabstein, den nehmen wir mit. Das ist eine schöne Deko. Was ich hoffe... Ja, da sind sie. Diese Knochenteile da. Die sind richtig nice. Und wir waren schon mal hier? Kann das sein? Nee, ich wollte mich da hochgraben. Hab's dann aber gelassen. So, dann... Besuchen wir mal die Festung. Pestung. Ja, ich höre ja schon auf. Ich höre ja schon auf. So. Ein bisschen Nether, ein bisschen Steine. Eine kleine Festung, in der wir wohnen. Direkt am Spawn, ja, das ist ein Träumchen. Ich will nach oben, das wünsch ich mir. Ich gehe in die Nether-Festung und unsere Spitzhacke ist gleich kaputt. Ja, da ist sie kaputt. Ich würde sie gerne mal hier raufsetzen. Aufpassen, dass wir nicht runterfallen. Und ich höre schon die Blazes. Ich höre schon die Blazes. Ich höre euch doch schon. Ihr kleinen Blatzes. Ich glaube, ich werde die Blaze-Spawner auch am Leben lassen. Ich werde sie nicht kaputt machen. Weil Blazes-Farm kann ganz nice sein.
Was wir jetzt auf jeden Fall aufpassen müssen, sind Wither-Skelette. Die wir später allerdings auch noch farmen können. Da höre ich doch schon was. So, und jetzt machen wir mal die Blocky-Taktik. Ich hole mir hier das aus der Kiste raus und setze einen Block drüber. Einfach weil ich es kann. Nee, weil ich dann genau weiß, die Kiste habe ich schon gelootet. So. Dann gehen wir mal hier längs. Links. Haben wir hier irgendwas? Ja, da haben wir zum Beispiel was, was wir auf jeden Fall mitnehmen können. Netherwart, Netherwarties. Und ein bisschen Sand. Sand. Den Excavator einfach abgebaut. So. Gut, gut. Und da haben wir wieder eine Kiste. Ein Sattel. Nice. Haben wir da hinten was? Nee, da ist Ende Gelände. Da ist Ende Gelände. Ja, ich höre dich, Gast. Bevor ich hier hochgehe, möchte ich erstmal wieder zurück, weil wir da ja noch nicht alles untersucht haben, möchte ich sagen. Schauen wir mal hier. Okay, hier sind Pigmen. Oh Gott. Ich habe natürlich keinen Bogen dabei, ne? Okay, komm, schieß. Wo ist er denn da? Ne? Triffst aber auch nicht, ne? Da drüben ist ein Wither-Skelett. Lohnt sich aber auch noch nicht zu farmen. Oh Gott. Lohnt sich aber auch noch nicht zu töten, solange wir kein, Aua! Gott, diese Fledermäuse, vor denen habe ich am meisten Schiss, ne? Vor diesen Fledermäusen habe ich halt am meisten Schiss. Ja, komm, lass hier runtergehen wieder. Oh Gott. Oh Gott, hier nicht. Fuck, wo bin ich denn hier hochgekommen gerade? Ich habe eben noch die Treppe gesehen. Da. Lass mal hier rein, bitte. Lassen wir den Gast einfach mal Gast sein. Lassen wir den Gast einfach Gast sein. Und uns einfach freuen. Lassen wir den Gast einfach Gast sein. Und was haben wir hier? Ein Feuerzeug, Netherwarzen und eine diamantene Pferderüstung. Oh. Da wird sich unser guter Freund Chestnut aber sehr freuen. So, Seelensand können wir ja immer noch sammeln. Woanders. Jetzt bin ich hier in der Festung, mach irgendwas. Da wird sich Gernland freuen. Nee, die goldene ist für Abruf ist. Ich würde gerne hier einmal hier ein paar Fackeln setzen. Dass ich weiß, hier war ich schon. Gut. Okay. Ja, jetzt gehen wir hier in den Nether, gehen in die Nether-Festung rein und holen uns alles das, was wir nicht brauchen. Das, was wir brauchen, holen wir uns dann irgendwann ganz am Schluss. So. Hier an der Kiste waren wir schon. Gut, hier kommen wir also her. Da hinten sind Blazes und ein normales Skelett. Und da ist ein Wither-Skelett. Aufpassen jetzt. Aufpassen jetzt. Immer rückwärts laufen am besten. Es war ein normaler Knochen, ne? Ja, es war leider Gottes nur ein normaler Knochen.